Hallo, ich bin Anna Spiegelberg. Ich studiere an der HU im Master Sozialwissenschaften. Mein Thema ist die nationalstaatliche deutsche Grenze bzw. die Überwindung dessen in Bezug auf Kuba und Kubanerinnen, die nach Deutschland einreisen möchten, migrieren möchten oder Urlaub machen möchten und die bürokratischen Herausforderungen, die damit einhergehen. Mein Projekt ist eine Darstellung der Schwierigkeiten und der Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Mein Mann, der Kubaner ist, und ich als Deutsche, um ein Zusammenleben in Deutschland zu ermöglichen. Mit all der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, dem Chaos, der Bürokratie, der vielen Pläne und der Umsetzung. Und das wollten wir festhalten. Meine und unsere Intention ist es, dass das Bewusstsein darüber, wie schwierig es ist, nach Deutschland einzureisen und zu migrieren, weiter ausgebildet wird und nicht hinten runterfällt, weil es die deutsche Grenze nicht mehr so im Bewusstsein gibt. Dass diese aber weiter besteht und dass daran was geändert werden muss und dass es nicht okay ist, wie es passiert und dass es super chaotisch ist und super unfair. Darüber wollten wir was erstellen, was darstellen.